historische Konstante ist. Es gibt eine sehr tiefgründige Darstellung des Neides in der von Giotto im Jahre 1305/6 ausgemalten Scrovegni-Kapelle in Padua. Wenn Sie da mal hinkommen, gehen Sie hinein. Leider erlaubt man Ihnen nur noch 10 Minuten, dort sich aufzuhalten. Das ist auch eine dieser Verrücktheiten. Also, dort ist der Neid dargestellt. Eine Gestalt steht in einem Feuer, dessen Flammen an ihr emporzüngeln, nach ihr zu lecken scheinen. Ihr Kopf wird im Profil gezeigt. Ein übergroßes Ohr ist an ihm gewachsen. Aus ihrem Mund kriecht eine Schlange, die ihr in die Stirn beißt. Und aus einem Turban ragt ein geschwungenes Widderhorn heraus, das sich zu dem enormen Ohr zurückbiegt. Die linke Hand umklammert einen Geldbeutel. Da sind alle Ingredienzien des Neides beisammen. Die Flammen symbolisieren das Verzehrende dieses Lasters. Der Neid ist buchstäblich in der Lage, die Person auszubrennen und ganz von ihr Besitz zu ergreifen. Das Feuer ist aber auch die verwandelnde Kraft, die alle Weltdinge umschmilzt zu etwas, was sie nicht von sich aus sind. In den Flammen des Neides wird alles zum Mittel. Das gerüchtesüchtige Riesenohr trägt dem Neider unablässig die Botschaft zu, dass andere ihm gegenüber im Vorteil sind. Das vergiftet seine Gedanken und macht ihn schafsköpfig dumm. Deswegen das Widderhorn. Er klammert sich ans Geld, jenen Inbegriff des Mittels. Der Inbegriff des Mittels. Also ein Mittel ist etwas, das keinen Sinn in sich selber hat, sondern nur als sein Zweck außerhalb seiner selbst hat. Das Geld ist der Inbegriff des Mittels, hat keinerlei Sinn in sich selber. Es hat keinerlei Brauchbarkeit. Geld ist völlig unbrauchbar, insbesondere seitdem es die Gestalt von Scheinen angenommen hat, also von Papierfetzen. Aber es verfügt über eine grenzenlose Tauschkraft, die alles gegen alles austauschbar macht. Das Geld gibt dem Neidhammel die Sicherheit, dass er mit seiner Hilfe beliebigen anderen ihre beliebigen Vorteile abjagen kann. Der Neider kann nichts genießen. Er ist insofern die Gegenfigur ihres Tagungsthemas. Sondern er kann nur etwas gewinnen im schnödesten Sinn des Wortes. Er begehrt nichts um seiner selbst willen. Nichts ist für ihn aus sich heraus erfreulich, angenehm, hilfreich, brauchbar. Zwischen ihn und jeden denkbaren Gegenstand schiebt sich ein Drittes, das misstrauische, argwöhnische Schielen auf den anderen, das ihm den Wert des in Erwägung gezogenen Objektes, sei es Ding oder Mensch, abzuschätzen erlaubt. Man müsste mal die Frage stellen, wie viele Liebesbeziehungen nur dadurch zustande kommen, dass die beste Freundin denjenigen, den ich mir jetzt ausgesucht habe, zu ihrem Geliebten gemacht hat. Das wäre eine interessante Überlegung. Wertvoll ist nur das, was andere auch begehren. Gewinn zieht der Neider daraus, dass er für andere, die dasselbe begehren, beneidenswert wird. Modernes Denken und Handeln, schreibt Ivan Illich, ist tiefgreifend dadurch bestimmt, dass zunehmend allem, was Wert hat, Knappheit zugeschrieben wird. Es gilt vor allem umgekehrt. Nur was knapp ist, was nicht jedem zukommt, ist etwas wert. Nur weil es knapp ist, zeichnet es den, der es sich leisten kann, aus und macht ihn beneidenswert. Und beneidenswert will jeder sein, um nicht in Bedeutungslosigkeit zu versinken. In einer Gesellschaft, die ihren Mitgliedern Nützliches tun, versagt und sie zu belieferungsbedürftigen Mängelwesen degradiert hat, entsteht ein wucherndes Bedürfnis nach Sinn. Der neidvolle Blick des anderen ist ein, wenn auch schäbiger, Sinnersatz. Er verleiht dem Beneideten den Schein der Bedeutsamkeit. Was heißt Bedürfnisbefriedigung, wenn Neid im Spiel ist?
dann geht es um viel mehr als um schlichte Bedürfnisbefriedigung. Es geht um Erlösung. Die Erlösung, die der Neider sich von den Attributen verspricht, mit denen er sich zum Beneideten emporadelt, stimuliert die Begehrlichkeit mehr als irgendein Objekt der Begierde. Es macht im Gegenteil das Begehren und den Begehrenden gegenüber den tatsächlichen Eigenschaften des Begehrten gleichgültig. Jedes beliebige Objekt, sei es schädlich oder nützlich oder keines von beidem, kann Ziel des heißesten Strebens sein, wenn es die wundersame Verwandlung vom Neider zum Beneideten verspricht.